Der Titel, den ich heute habe, ist einfach eher eine Ambivalenz. Einerseits sind wir schon längst in einer multisprachlichen, multiethnischen, multisozialen Gesellschaft. Das heißt, die Normalität, die Vielfalt in dieser Gesellschaft ist schon eine Normalität. Auf der anderen Seite, und da hat Frau Wodak schon einen Einblick gegeben, haben wir einen verdammt großen Schwierigkeiten, mit dieser Normalität umzugehen. Deshalb ist der Titel da, der unnormale Umgang mit der Normalität, und dann wäre es in der Diversität. Und ich möchte mit Ihnen über zwei Punkte heute sprechen. Einerseits über die Jugendlichen mit einem transnationalen Background und andererseits doch das ein bisschen, weil sie doch alles Lehrer und Lehrerinnen sind, ein bisschen in den schulischen Kontext stellen, weil das ist ein ganz, ganz spezifischer noch, der sich daraus ergibt. Vielleicht nur ganz rudimentär einen demografischen Hintergrund dazu. In Österreich haben wir ungefähr 18% Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Und was Sie sehen können, ist, das sind die ganzen verschiedenen Bundesländer, meine Damen und Herren. Knapp 40% der Zuwanderung in Österreich ist in Wien. 40%. Und dann kommt das Land Salzburg und dann kommen die Länder, entschuldigen Sie, Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich mit knapp 15%. Doch, meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht von diesen Zahlen auch ein bisschen täuschen. Das ist dann sehr flächig gedacht worden in Bundesländern. Zuwanderung, und zwar weltweit, ist ein Phänomen, das sich eher in die städtischen Agglomerationen hinstellt. Das heißt, wenn ich Ihnen eine etwas andere Karte zeigen würde, würden Sie eher die Städte sehen und die Agglomerationen drumherum, wo die größte Zuwanderung stattfindet. Also in Oberösterreich haben wir Linz, Wels und Steyr. Das ist dieses Dreieck, wo sich das verdichtet. Und dann haben wir eigentlich diese Ost-West-Verbindung. Da können Sie entlang der Städte dort sehen, wie die Zuwanderung dort auch noch ein bisschen stärker ist. Meine Damen und Herren, wenn man sich das so anschaut, und das ist so wunderschön bunt, dann kommen natürlich eben in dieser Bildsprache, was auch Frau Wodak gesprochen hat, da werden auch Bilder assoziiert in diesem Moment. Und wenn wir schon bei Bildern ist, nur eine Frage an Sie, ganz spontan, aber wirklich nur ganz spontan, an wen oder an was denken Sie, wenn Sie das Wort Migrantinnen hören? Ganz spontan. Nicht alle auf einmal, Sie kommen alle dran. Bilder? Sonst? Okay, Sie sind schon viel zu sensibilisiert von dem Vortrag von Frau Wodak. Das ist gut. Okay. Ausländer, genau. Und wenn ich Ihnen wirklich stellen würde, das Wort nicht hinstellen würde und jetzt all Ihre Vorstellungsinhalte diese und die Bilder, die Sie damit assoziieren, Fragen stellen würde, würde jeder von Ihnen mindestens einen Aufsatz, wenn nicht noch ein Buch darüber schreiben können. Das sind sozusagen das immanente Verweisungshorizont dieser Bildsprache, die dahinter ist. Und dann die Frage auch natürlich, woran erkennen wir denn im Alltag zugewanderte Menschen? Woran erkennen Sie die? In erster Linie, und das ist meine erste Unterscheidung, ist es in erster Linie die Visibilität. Und ich glaube, es macht Sinn, von visibler und nicht visibler Zuwanderung zu sprechen in Österreich. Also ich habe eben Salzburg gezeigt, dass einen den dritthöchsten Migrationsanteil hat. Ja, der größte Teil sind aber Deutsche. Genau wie in Österreich insgesamt. Die Deutschsprachigen, so wie ich, die Deutschen, die aus Deutschland kommen, sozusagen die größte Zuwanderungsgruppe sind. Sie fallen aber nicht so auf. Oder die Menschen aus Ex-Jugoslawien, die hier sind, die im Raum möglicherweise auch hier sitzen, sie fallen nicht auf. Das heißt, die Ikonografie, das Bild, generierende Moment von Fremdheit ist die Visibilität und dort haben wir eher bestimmte Gruppen. Es sind Menschen sozusagen aus Südosteuropa oder aus Afrika oder aus Asien fallen uns als der auf. Das heißt, deswegen glaube ich, Sie können 500 Jahre lang hier in Österreich leben, eine schwarze Haut, eine schwarze Pigmentierung haben und Sie werden immer noch gefragt, woher Sie kommen. Und vielleicht macht es Sinn, da noch ein bisschen stärker diese Fremdheit da an diesen Sachen noch festzumachen. Im zweiten Moment, meine Damen und Herren, kommt der Moment der Sprache. Das heißt, wenn es nicht die Visibilität ist und Sie sprechen und wenn Sie dann einen Akzent hören, merken Sie, ah, vielleicht kommt er doch vom Ausland oder von Kärnten. Und im dritten Moment ist es in Österreich schwieriger, ein Stück weit der Name, meistens der Vorname. Der Nachname ist eben, da haben Sie dieses ganz berühmte Wiener Telefonbuch, aber am Vornamen wird noch ein bisschen hingeschaut, das macht noch ein Bewerbungsgespräch, na, hört sich fremd an, ist der einer von uns oder nicht. Das Interessante ist, wir haben heute von Migrationshintergrund gesprochen. Das Problem an diesem Begriff Migrationshintergrund ist, dass er verdammt im Vordergrund steht immer.
Also ich habe ihn selten im Hintergrund erlebt, diesen Begriff. Deswegen ist die Frage, was hat es denn da mit auf sich? Und wir haben ein bisschen so eine Evolution dieses Begriffes, nur für die, die da noch interessiert sind. Ursprünglich hat man von Fremden gesprochen. Fremden, das war die Bezeichnung davon. Dann gab es so einen Sprung, wo man von Ausländern gesprochen hatte. Das heißt, ich bezeichne dich dadurch, dass du nicht hierhin gehörst. Ausländer. Und dann war eine bestimmte Diskussionssensibilität, wo man sagte, naja, also das ist eine Verfremdung der Personen. Gibt es einen besseren Begriff, der das einbezieht? Und man kam auf den Begriff Migranten. Unser Problem mit Migration, das ist sozusagen, das war immer ein Schritt, ein Erkenntnisschritt. Der Begriff des Migranten und des hat den Aspekt, dass Menschen zwar migrieren, aber irgendwie hat man das Gefühl, sie gehen vielleicht noch weiter. Der Begriff des Migranten ist keine Sesshaftigkeit. Und wenn Sie hier in der dritten Generation die Zuwanderergruppe haben und immer noch von Migranten sprechen, dann muss man fragen, ob das überhaupt irgendeine Relevanz noch hat. Man ist dann auf den Begriff umgegangen, auf den Begriff von Menschen mit Migrationshintergrund. Und da war die sozusagen, zu sagen, die haben einen Migrationshintergrund, sie migrieren nicht mehr. Aber ich darf Ihnen nur sagen, in der zweiten und der dritten Generation hat wirklich die Erfahrung, dass es irgendeine Migrationsgeschichte hat, der Moment der Migration, keinerlei Bezug mehr. Keinerlei irgendeine lebensweltliche Evidenz für diese Menschen. Was die Menschen der zweiten und dritten Generation, und ich rede jetzt von ihren Schülern und Schülerinnen, die da sind, haben mit dieser Migrationserfahrung der Eltern oder mittlerweile der Großeltern weniger Moment, weil der Aspekt der Migration kaum eine Rolle mehr spielt, es sei denn, sie werden immer damit angesprochen. Also was heißt das jetzt? Wie bezeichnen wir sie? Sind das dann Österreicher? Ja und nein zugleich. Wir sind in einer Zwischenphase, wo wir merken, wo Begriffe nicht mehr reichen und wir auf der Suche nach neuen Begriffen sind. Doch wenn wir soweit sind, ich würde einen ganz, ganz anderen Begriff vorschlagen. Entschuldigen Sie, das ist der falsche, das sehe ich gerade, der würde ein bisschen anders heißen. Ich rede von Menschen mit einem transnationalen Background. Nicht internationalem, sondern einem transnationalen Background. Nämlich das Einzige, was Kinder noch mithaben, also vielleicht, ist, dass sie mehrere Sprachen sprechen. Dass sie im Urlaub in verschiedenen Ländern sind, dass sie Familien, Verwandtschaften hier, dort in einem anderen Land haben. Dass sie vielleicht Eigentum dort haben, dass auch die politischen Ereignisse einen dort interessieren, wie auch hier. Das heißt, Menschen sind nicht nur verortet, wir leben zunehmend in einer globalisierten Welt und wir werden zunehmend weniger an den Orten sterben, wo wir geboren sind. Wenn das eine Realität ist, müssen wir dem ein bisschen ein Stück weit gerecht werden. Und der Vorteil des Begriffs des transnationalen Backgrounds hätte es, es ist kein defizitärer Begriff. Da könnte man ein Stück weit auch sagen, was ist das Kapital da drinnen? Was sind das für Ressourcen? Was heißt das für Sie als Lehrerin? Und Kinder würden sich eher noch angesprochener fühlen, viel stärker, und würden sich nicht sozusagen immer in die Ecke gedrängt werden, wenn ich Migrationshintergrund habe, bin ich per se erstmal defizitär kodiert. Das wäre ein wichtiger, erheblicher Unterschied. Ein weiteres Problem mit Migrationshintergrund ist, dass mir mittlerweile ist es so etwas wie eine Glaskugel geworden und wir orakeln alles in diesen Begriff hinein. Wir haben den Eindruck, dass wir mit Migrationshintergrund alles erklären. Ich kann Ihnen viele Statistiken sagen, genau wie die erste, wo ich den Ausländeranteil angestellt habe, dass man versucht, also wir haben sowas wie einen methodologischen Nationalismus, dass wir eher eben sagen, die Türken, die Jugos, die Ösis und so weiter und so fort, sie alle aufteilen. Und eigentlich der Begriff selber, die Dimension selber, sagt nichts aus. Ich könnte das an Statistiken zeigen, wenn Sie zum Beispiel den Bildungserfolg von Menschen mit transnationalem Background messen, können Sie sehen an den Zahlen, ich kann das zeigen, an den Zahlen können Sie sehen, wenn Sie dann das nach ethnischen Gruppen machen, würden Sie sehen, dass sozusagen die Türkeistämmigen in dieser Linie sozusagen am schwächsten dastehen, am Bildungserfolg. Dann kann man sagen, aha, seht ihr, bei den Türkeistämmigen sieht es so aus. Und dann gibt es eine Studie, die in Tirol mit durchgeführt worden ist, auch von August Kechter, eine europäische Studie. Dann hat man gesagt, hoppla, wie viel erklärt wirklich diese Ethnizität am Bildungserfolg der Kinder? Was man dann gemacht hatte, und das ist faszinierend, man hat mal versucht zu sagen, wir schauen mal, und man hat diese verschiedenen möglichen Erklärungsvariablen nebeneinander hingestellt. Und als erstes hat man sich angeschaut zu sagen, wie viel erklärt welcher Faktor? Interessanterweise ist, als erstes hat man den Bildungshintergrund der Eltern mal abgerechnet. Also das heißt, egal welche Ethnizität, wenn Sie nur den Bildungshintergrund der Eltern nehmen, wie viel Einfluss das auf die Bildungschancen der Kinder hat,
Und Sie merken, dass diese ursprüngliche Phase von den Türkeistämmigen und den anderen auf einmal so viel kleiner wird. Vorher hat man sozusagen Persönlichkeitsmerkmale und andere Settings genommen. Das heißt, die größte Erklärungsvarianz, die es gab, war eigentlich, die hatte nichts mit Ethnizität, sondern nur mit dem Bildungskapital und dem bildungspolitischen Habitus und die Vererbung dessen. Das heißt, die Frage ist dann, wenn Sie das ethnisch sehen, sieht das so aus, als würde man das ethnizitätstheoretisch erklären können. Wenn Sie das andere Kategorien im Auge haben und nicht immer sozusagen nicht diese Fehlleitung, wie alle dieser... Wir hoffen, dass es irgendwie geht. Merken Sie, dass der Begriff selber kaum was erklärt. Und er verklärt gegenwärtig sogar mehr, als dass er erklärt. Deswegen, meine Damen und Herren, der Migrationshintergrund an sich erklärt so gut wie nichts. Er macht aber Sinn. Aber nur dann, wenn Sie schaffen, ihn mit anderen Variablen in Verbindung zu setzen. Also wenn Sie sagen, eben, wie sieht der Bildungskapitus in Familien aus, von bestimmten sozusagen Zuwanderungsgruppen und wie wirkt sich das aus? Erst dann macht es Sinn. Ich kann das in der Kriminologie mehrere Beispiele führen, die das genauso gezeigt haben. Also nur um Ihnen das mal kurz zu sagen, in Deutschland hat man sich mal nicht gesagt, auch da wunderschön, wenn Sie die Kriminalitätsrate bei Türkeistämmigen sich anschauen, bei den Deutschen sich anschauen, sieht das so aus, dass natürlich die Kriminalitätsrate bei den Jugendlichen deutlich höher ist. Da kann man sagen, sehen Sie, die wussten wir doch immer schon, die Kriminalität, die Türken, die sind alles einfach solche Leute. Und dann hat man mal sich genauer angeschaut nach Milieus. Man hat gesagt, lass uns mal wirklich, was für Jugendgruppen sind das? Und dann hat man gesehen, dass es bestimmte Milieus sind. Das sind sehr stark sozusagen soziale Armutsmilieus, ich komme gleich noch zu den Milieus gleich hinein. Und man hat die gleiche Milieugruppe miteinander vergleichen. Und zwar die gleiche Milieugruppe bei den deutschen Jugendlichen und bei den Migranten, Türkeistämmigen. Wissen Sie, was das Ergebnis war? Nein? Es war sogar so, dass die Kriminalitätsrate bei den Türkeistämmigen ein bisschen geringer war. So viel zu diesen Faktoren, wenn Sie das sich ein bisschen genauer anschauen. Und ich kann Sie nur wirklich darauf hinweisen. Bitte diese Variable ein bisschen dezentrieren. Und wir sind leider so stark fixiert darauf, dass wir nichts anderes sehen. Und ich glaube eben, wir verklären dadurch, als dass wir was erklären. Was natürlich auch wichtig ist, ich meine, wir haben Frau Wodak hier, die hat, da könnte sie einen eigenen Vortrag drüber halten. Es gibt einen Unterschied, ob ich von Fremden, Ausländern, Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund schon spreche. Wenn Sie von Migranten sprechen nur, ist sozusagen der Aspekt, dass sie migriert sind oder dass sie Ausländer sind, ist sozusagen eine zentrale Identitätsvariable. Ich bezeichne sie als Migranten. Das heißt, eine Eigenschaft von ihnen wird generalisiert auf ihre ganze Persönlichkeit. Und das ist eine Ontologisierung der Fremdheit in dem Moment. Wenn ich von Menschen mit Migrationshintergrund spreche, habe ich eher den Menschen im Auge. Wenn Sie mit Kindern arbeiten, ist es die Frage, ob Sie sagen, das sind Kinder mit einem internationalen Background oder wenn Sie sagen Kinder oder das sind Migranten, Kinder oder nur Migranten. Also ich möchte auch sagen, was wir jetzt machen, ist, dass wir eine Dimension herausheben und dass immer wieder diese gleiche Gruppe auf sie draufschreiben. Und das machen wir gegenwärtig wunderschön mit dem Begriff Muslime. Und es ist vor 15 Jahren, ich darf Ihnen sagen, wurden Türkeistämmige zum Beispiel nicht mit Muslimen gleichgesetzt. Man hat eher von Türkeistämmigen gesprochen. Heute ist es so, dass wir schon so automatisch, nur wenn wir Türkeistämmige hören, auch sofort sagen, ach, Muslime. Und ich weiß nicht, ob Sie ein Gefühl dafür haben, was das mit Menschen ausmacht. Also, wenn ich jetzt ein bisschen als ethnologisch interessierter Mensch neu in Österreich wäre und dieser Alien und irgendwie auch ein bisschen Statistiken angeschaut hätte, würde ich sagen, hoi, das ist ein verdammt katholisches Land. Und das sind alles Christen, soweit ich das mitbekommen habe. Und mein sehr geehrtes christliches Auditorium hier, ich weiß nicht, wie Sie sich anfühlen würden, wenn ich Sie die ganze Zeit als Christen ansprechen würde. Sie als christliche Lehrerinnen, Sie als christliche Akademikerin und Vortragende, als Politikerin und wir als christliche Mitbürger. Und wenn ich so weitergehe, es macht was mit Ihnen. Es macht was. Spätestens nach 10 Minuten würde ich sagen, Herr Günger, übertreiben Sie das bitte nicht. Das machen Sie aber permanent, wenn Sie über diese Gruppen sprechen. Das heißt, Sie geben Ihnen auch Identitätszuschreibungen, aus denen Sie kaum herauskommen und Sie verstärken damit einen Punkt. Deswegen immer meine Bitte zu sagen, versuchen Sie doch mal bitte, die Variablen zu nehmen, die vielleicht einen anderen Anschluss geben und vor allem auch eine Brücke schlagen. Also wenn wir von, dann nicht von den Migrantenkindern sprechen, sondern eher sagen, das sind Kinder, die einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Aber das Kinder ist der Moment, der das einfach verbindet und die Brücke auch zu den anderen Kindern oder Schülerinnen
Das sind in erster Linie ihre Schülerinnen. Und das ist das, wo sie auch eine Brücke zu den anderen Gruppen in dem Moment haben. Das wäre mir wichtig, ein bisschen darauf einzugehen. Ich hatte eben von Milieus gesprochen und ich habe einen sehr, sehr starken milieutheoretischen Ansatz in diesen Fragen. Wie gesagt, Sie hatten diese Grafik gesehen, da haben Sie, und meistens haben wir diese ethnischen Gruppen. Und ich möchte Ihnen etwas anderes zeigen. Das ist eine Studie, wo man mal von den Sinusmilieus, die gemacht worden sind, die europaweit übrigens rezipiert werden, dort hat man mal was anderes gemacht. Ich komme noch kurz dazu, vielleicht ist das leicht irritierend, aber was die gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, wie verteilen sich die Zugewanderten eigentlich in Milieus? Sind sie alle in einer Suppe, in einem Milieu? Und wenn Sie sich das hier anschauen, ich gehe mal hier nach vorne, hier sind zwei Dimensionen zueinander gestellt worden. Hier haben Sie die soziale Lage, das heißt der sozioökonomische Status, Einkommen, Wohlstand. Und dort haben Sie Menschen hier niedrig, mittel und hoch, also Menschen mit entsprechend unterschiedlichen ökonomischen Ausgangsvoraussetzungen. Und was Sie hier gemacht haben, ist, dass Sie sich Grundorientierungen, Werte, Lebensorientierungen, an was orientieren sich Menschen? Und dort geht es von sehr einer traditionellen Blickweise hin zu einer sehr modernisierten Form. Und sozusagen das, was wir mit der Postmoderne meinen, auch neue Definitionen, die sich in der Form weder in das eine noch das andere zusammenstellen. Ich weiß nicht, ob Sie das sehr gut da hinten sehen, ich bezweifle es, aber versuchen Sie, Ihre Fantasie walten zu lassen, ja? Ich helfe Ihnen dabei. Was fällt Ihnen dann auf als erstes? Was würde Ihnen als erstes auffallen? Bitte? Die Überlappung. Ich möchte Ihnen zwei Punkte herausstreichen. Das erste ist, was Ihnen auffallen müsste, ist, die Migranten, das sind sozusagen alle, die ganze Migrationsbevölkerung in Deutschland, diese Studie ist für Deutschland gemacht worden, die sind nicht in einem Milieu. Es gibt deshalb das, was Sie auch Frau Woda gesagt haben, es gibt nicht die Migranten. Die sind in völlig unterschiedlichen Lebenswelten, mit unterschiedlichsten sozialem Status, Bildungsstatus und in einem unterschiedlichen Milieu. Und was Sie merken ist aber dennoch, wenn Sie diese Reihe sich anschauen, doch dass ungefähr knapp, wie viel sind das, 60% der Zugewanderten in eher einem sozioökonomisch schwierigen, prekären ökonomischen Status ist. Das heißt, 60% bilden sozusagen ein bisschen die soziale Unterschicht, würde man sagen. Aber wenn Sie sich die mittlere und die hochgebildete Schicht ansehen, müsste man eins sagen, ungefähr 40% der Zugewanderten sind schon längst Mittelschichten dieser Gesellschaft. Über die redet keiner. Die sehen wir nicht. Erster Punkt. Der zweite ist, meine Damen und Herren, ich möchte nicht auf diese verschiedenen Milieus eingehen, da kann man noch detaillierter drüber sprechen, ist, wenn über Migranten gesprochen werden, gibt es immer, oder Türkeistämmige zum Beispiel, gibt es immer bestimmte Milieus, die man sofort im Auge hat. Das eine ist das, was Frau Wodak mit den Bildern mit dem Islam und Muslime hatte, dass man das Gefühl hat, das sind die, die über sozusagen die ganz große fundamentalistische Gruppe, die konspirativ in diesem Land sind. Das sind empirische Studien, meine Damen und Herren. Das ist dieses streng religiös verwurzelte Milieu. Und schauen Sie mal, wie viel das im gesamten Kontext ausmacht. Wobei ich muss fairerweise sagen, das sind alle Migrantengruppen zusammengeschmissen. Das heißt, wenn ich es für die Türkeistämmigen nehmen würde, wäre der Anteil ein bisschen größer, aber er wäre nur ein bisschen größer. Dann gibt es die zweite hochproblematische Gruppe, über die man immer wieder spricht. Welche ist das von den Milieus? Bitte? Das sind die, diese Gruppe. Das sind diese hedonistischen, subkulturellen Jugendmilieus, die dahinter stehen. Das sind die, die sie in den Schulen haben und wo sie, oder in den, dass diese Frage von diesen Jugendgangs, diese Straßengruppen, die dann irgendwie den Aufstieg, zwar das dicke Auto wollen, aber die mit finanziellen Mitteln weder auch das Bildungskapital haben. Diese Jugendlichen sind vergleichsweise sehr modernisiert, haben einen sehr individualisierten Lebensstil, sind sehr konsumorientiert, sind alles andere außer traditionell, haben aber sehr oft nicht das entsprechende Bildungskapital für den Konsum und den Materialismus, den sie sich wünschen. Das ist diese Gruppe, die Sie hier sehen. Und das andere ist das entwurzelte Milieu. Sie sehen, alle drei Gruppen sind eher eine sehr starke soziale, sind sehr stark unterschichtet. Das sind die, die wir mit Flüchtlingen kennen. Das sind die Jugendlichen, die hier hinkommen, als Flüchtlinge, die aus völlig erodierten Kontexten kommen.
und einfach ein ganz, ganz großes Problem haben, sich überhaupt nochmal wiederzufinden in einer Gesellschaft. Wenn Sie all, das sind diese drei Gruppen, über denen in den Medien immer gesprochen wird. Wenn Sie die alle drei Gruppen zusammenzählen, wie viel macht das von der gesamten Migrationsbevölkerung aus? Ich bin kein guter Mathematiker, ich hoffe, aber Sie sind doch alles Lehrer und Lehrerinnen, Sie müssen das ungefähr herausrechnen. Wie viel? 30? Irgendwas zwischen, sagen wir mal, zwischen 20 und 30. Was ich Ihnen damit sagen möchte ist, obwohl das, wenn wir milieutheoretisch uns das anschauen, reden wir über 20-30% der Bevölkerung, aber faktisch ist, übersehen wir diese 70% dieser Gesellschaft. Und das ist das, wenn Sie dann sozusagen dieses Auge nicht hineinhaben, wenn Sie sich ein bisschen auch in den Schulen oder in den Kontexten, in denen Sie arbeiten, eben nicht nach diesen ethnischen Kategorien arbeiten, sondern sich die Milieus anschauen, werden Sie sehen, dass Sie im gleichen Milieu, in der gleichen ethnischen Gruppe völlig unterschiedliche Milieus haben. Ich möchte eins festhalten, ethnische Zugehörigkeit, Religion und der internationale Background sind wichtige Faktoren der Lebenswelt. Ich möchte sie gar nicht absprechen, aber sie sind nicht die einzigen. Und was ich Ihnen entlang der Milieustudie zeigen wollte, ist, man kann nicht von der Herkunftskultur, von der Ethnie, der Eltern und so weiter, auf das Milieu schließen. Und man kann übrigens von keinem Milieu auf eine ethnische Gruppe schließen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in einem Milieu, da haben Sie vermutlich viel mehr Ähnlichkeit zwischen dem Deutschen, dem Österreicher, dem Türkeistämmigen, zum Beispiel in den akademisch-intellektuellen Milieus, die viel mehr Ähnlichkeit haben, als Sie mit Ihren eigenen ethnischen Gruppen in anderen Milieus. Das heißt, Sie haben so viele Ähnlichkeiten, was Sie lesen, wo Sie hineingehen, was Sie machen und so weiter und so fort, als so dann, wenn Sie das ethnisch sehen würden. Eben, Sie haben die gleiche Herkunftskultur in verschiedenen Migrantenmilieus und im gleichen Milieu finden Sie verschiedene Herkunftskulturen. Und deshalb bin ich jemand, der eher sehr stark für die Versoziologisierung der ganzen Kulturdebatte steht, damit man endlich mal ein Stück weit ein bisschen konkreter und realer sich die Dinge anschauen kann. So, wenn wir über Jugend sprechen, meine Damen und Herren, möchte ich eins vorausschicken. Jugendliche suchen sich nicht die Welt aus, in die sie hineingeboren werden. Wir haben eine sehr große Neigung, wenn wir dann über die Jugendlichen sprechen, dass sie mit dem Finger dorthin immer wieder zeigen. Vergessen Sie bitte nicht, dass sie nur versuchen, sich in einer Welt zurechtzufinden, die von uns sozusagen Erwachsenen gestellt worden ist. Insofern, wenn wir auf sie schauen, müssen wir viel stärker unsere eigene Handschrift darin erkennen. Und wenn wir im Kontext der Schule uns das anschauen, wie bewegen sich, dann gibt es verschiedene Subsysteme, Lebenswelten, die eine Rolle spielen. Das eine ist das Bildungssystem. Von der Vorschule, Volksschule, Schule, das sind der institutionelle Rahmen, wo Sie auch hier drin dafür stehen. Was ich immer interessant finde in Österreich, meine Damen und Herren, das ist im englischsprachigen Raum überhaupt nicht der Fall, dass wir hier kaum einen Blick haben, wenn wir auch vom Bildungskapital sprechen, was sind die Effekte und die Zusammenhänge mit den Jugendkulturen und den Peergroups, die Peergroups-Effekte. Gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen und gerade bei Jugendlichen spielen Peergroup-Effekte, also bei Jungs als im Gegensatz zu Mädchen, eine massive Rolle. Sie sind in der ganzen bildungstheoretischen Debatte völlig außen vor gelassen. Und ich habe es schon fast die latente Vermutung, dass man sagt, und man weiß es, die Peergroups und diese Jugendkulturen lassen sich kaum steuern, kaum gestalten. Und dass man eher fast dazu neigt, sagt, okay, wenn wir es nicht steuern gestalten können, dann lassen wir auch die Finger weg davon und sprechen nicht mal darüber. Das wäre so ein bisschen meine Einschätzung dazu. Es gibt natürlich auch die Migranten-Communities und das familiäre Umfeld, in dem sich Jugendliche beschäftigen. Ich finde, wir haben es im Schulsystem so langsam und mehr, wo das Bildungssystem gefordert wird, eben was PISA-Studien, was läuft, was nicht und so weiter. Da hat der Diskurs zumindest angefangen. Wir haben das familiäre Umfeld, wo die Thema Elternarbeit, Elterneinbindung eine Rolle spielt. Was völlig eben außen vor gelassen worden und unterbelichtet ist die Dimension von Jugendkulturen. Und gerade wenn ich von sozialer Armut spreche, haben die eine höhere Rolle und das ist kaum untersucht hier in Österreich. Wenn diese Gesellschaft vielfältiger geworden ist, ist die spannende Frage, ich habe ja von der Unnormalität der Normalität gesprochen, wie bewegen wir uns damit? Und interessanterweise ist, es ist immer hochdivergent. Aber es hat, wenn man sozusagen das idealtypisch sich anschauen wollte, zu sagen, es hat auch bestimmte Phasen dahinter. Die sind eben idealtypisch, das heißt, sie können immer wieder sich anders figurieren.
Bennett hat das gemacht und ich habe das ein bisschen versucht noch zu adaptieren. Es gibt mit dem Umgang von Vielfalt erstmal die ab- und ausgrenzenden Stadien. Das heißt, Gesellschaften, die mit Zuwanderung konfrontiert sind, die erste Variante ist leugnen. Das ist hier in Österreich um die 30 Jahre und im ganzen deutschsprachigen Raum etwas, so an die 30 Jahre gemacht worden. Das heißt, sie waren schon längst hier, man hat aber über sie gar nicht gesprochen, sie waren gar nicht da. Das war kein Thema, das in die öffentliche mediale Aufmerksamkeit hineingeflossen ist. Im Gegenteil, man musste sogar sehr viel kämpfen, dass überhaupt sich jemand, überhaupt das Thema sich mal in den Medien gekommen ist. Und heute ist das so, dass es keinen einzigen Tag gibt, wo sie das Thema nicht in den Medien haben. Also da hat sich ein massiver tektonischer Wandel vollzogen. Dann, wenn sie das nicht mehr verteidigen, also leugnen können, und wenn man sagt, nein, es ist schon eine Realität, die sehen wir überall, dann wird sozusagen das akzeptiert. Aber dann kommt es eher in eine ganz andere Dimension hinein, weil man erstmal sagt, erst indem ich das sehe, indem es einen Namen hat, geht es dann um die Frage von Rechten, Vorrechten, von den Altetablierten, die ihre Vorrechte haben. Also wenn wir sagen, muss sozusagen die Minarettdebatte, wenn man sagt, hoppla, es ist doch, dieses Land ist christlich geprägt und wenn sozusagen die Religionsfreiheit und sozusagen wir haben hier das Vorrecht unserer religiösen Symbole, der christlichen, und die zugewandert sind, die nicht etablierten, haben nicht die gleichen Rechte. Wir haben das in vielen Bereichen von Sprache, wir haben das im Bereich von vielen sozialen anderen Themen. Das heißt, es gibt diese Dimension der Vorrechte von dem, der immer schon da war. Übrigens, das gilt für Sie auch, das ist jetzt nicht was ganz Komisches. Wenn Sie eben aufgestanden sind, zum Mittagessen gegangen sind und jeder hat eine Tasche oder einen Stuhl, irgendwas auf dem Stuhl gelassen, das ist eine Markierung, dass Sie schon vorher da waren und Sie haben das Recht, sich gleich dahin zu setzen. Und wehe, ich setze mich dorthin. Das heißt, das ist eine sehr tiefliegende anthropologische Konstante, die dann sich noch massiver durchschlägt und politisch instrumentalisiert wird. Aber dann geht es um diesen Kampf der Vorrechte. Und in einer Gesellschaft, wo die Altetablierten da sind, die reden nicht von Gleichheit. Die sagen, warum soll es Gleichheit geben? Wir waren doch viel vorher da. Wir müssen noch andere und mehr Rechte haben als die anderen. Wie kommt ihr darauf, dass wir gleich sind? Und dann haben sie die Zugewanderten, die eher den Anspruch der Gleichheit stellen. Und der Gleichheitsanspruch des anderen ist sozusagen die Delegitimierung der Vorrechte des anderen. Und ich würde das fast auf diesen Punkt bringen, warum wir einen Großteil der Konflikte, die wir gegenwärtig durchführen. Wenn das stattfindet, dieses Verteidigen, kann man sagen, okay, es findet statt. Aber man kann, okay, wir haben diese Probleme oder es sind diese Themen, wir verleugnen sie auch nicht mehr, aber es ist alles nicht so wichtig. Man kann sie irgendwie so behandeln und irgendwie so da Kategorie Sonderprogramm und ein bisschen was da tun, damit ist das gegessen. Wenn das auch nicht mehr geht, meine Damen und Herren, dann kommen sie in die einbindenden Stadien. Das eine ist, dass man sagt, okay, wir akzeptieren. Es gibt so ein normatives Akzeptieren von Heterogenität im Sinne von, ja, eben in diesem Land werden mehrere Sprachen gesprochen, es sind verschiedene Ethnien, man kann ja nicht drum herum gehen. Das ist aber ein normatives Respektieren, was dann möglicherweise strukturell dazu führt, dass man anfängt auf einmal, und das Bildungssystem ist gerade in diesem Moment, wo man sagt, okay, wenn das die Realität ist, müssen wir auch entsprechend uns ein bisschen umstellen darauf. Anpassen. Aber die Anpassung ist nicht als Ganzes gedacht, sondern eher, dass man sagt, jetzt müssen wir auch was für die Zuwanderungskinder tun. Das heißt, man hat das Bild für den ureigenen Schüler, für den man zuständig ist. Das sind sozusagen die altösterreichischen Kinder noch. Und dann gibt es sozusagen diese Sonderlinge, aber für die müssen wir jetzt auch was tun. Das waren immer diese Sonderprogramme, die man dabei hatte. Und auch wenn mittlerweile in vielen Klassen 50, 60, 70%, 90% Kinder mit Migrationshintergrund sind, haben wir im Kopf immer noch das Bild, dass sie der Sonderfall sind. Als wäre es nur so ein Ereignis, das irgendwann vorbeigeht, man muss nur sozusagen nur so das durchhalten, dann ist das wieder vorbei. Aber das ist die Zukunft. Das wird der Normalfall sein. Diese Form von sozusagen Nicht-Anerkennen von Realität ist nicht neu. Ich glaube, wir haben eine fast über die hunderte, tausende Jahre eine Geschichte von dieser sozusagen des Übersehens, dass man irgendwann erst jetzt in den letzten 20, 30 Jahren erkannt hat, dass ungefähr mindestens 50% dieser Gesellschaft doch aus Frauen besteht und dass sie auch entsprechend gleiche Rechte haben sollten. Das heißt, das kann durchaus lange dauern. Ich hoffe, das dauert in diesem Fall nicht so lange. Und der andere Punkt ist das Thema, wenn das nicht mehr geht, geht es in die Phase des Integrierens. Das heißt, dass man überführt es in das Mainstreaming und das ist die Frage, an der wir gerade stehen. Dass man das nicht mehr als ein Sonderprogramm sich anschaut, sondern sich die Frage stellt, wie kriegen wir das in das Regelsystem als Gesamtes hinein? Und da stehen wir an.
Wer sich dafür interessiert, meine Damen und Herren, das ist von Bennett entwickelt worden. Es läuft nicht überall in der idealtypischen Form, aber da sehen Sie die Stück weit diese Fragmentierung dessen. Ja, daraus ergibt sich aber ein Problem, meine Damen und Herren. Wenn wir über Multikulturalität, über die faktische Multikulturalität sprechen, eine ganz berühmte afroamerikanische Menschenrechtlerin hatte mal gesagt, vergiss, dass ich schwarz bin, wenn du mit mir sprichst. Das geht noch gerade, ne? Das kriegen wir noch hin. Dann hat sie aber im gleichen Moment gesagt, vergiss nicht oder vergiss nie, dass ich schwarz bin. Das kann man noch ausbauen. Vergiss, dass ich Muslim bin. Vergiss nicht, dass ich Muslim bin. Das heißt, reduziere mich nicht auf das eine. Ich bin viel mehr als das. Aber vergiss bitte nicht, auch das bin ich. Das ist das, was dahinter steht. Und man kann beides nicht gleich machen. Also ich kann nicht sofort ausblenden, dass sie Frau sind und zugleich einblenden, dass sie Frau sind. Das geht beides nicht. Und da würde ich sagen, gibt es eher, wo ich sage, es gibt sowas wie das Primäre. Wenn Sie jemanden sehen, und übrigens das gilt für Ihre ganzen Schüler und Schülerinnen, sehen Sie bitte, wenn Sie einen Schüler oder Schülerin sehen, nicht den Türken, nicht den Jugoslawen, den Serben, den Kroaten, den Afrikaner als erstes. Sehen Sie erstmal das Kind. Sehen Sie als erstes mal diese individuelle Persönlichkeit, die vor Ihnen steht. Und dann, sekundär, haben Sie es vielleicht im Auge, dass der andere, eine oder andere kulturelle Kontext, soziale oder kulturelle Kontext, eine Rolle spielen kann und nicht muss. Wir haben das Problem, dass wir die Kinder sehen, sie überhaupt nicht als Individuen sehen sehr oft, sondern dass wir sie sozusagen kulturell schon festkodiert haben. Sagen, ah, das ist jetzt ein Türkeistämmiger, der wird vermutlich so und so sein, der kommt bestimmt aus so einer Familie. Und dann haben sie ihre Drehbücher, die sie in ihrem Kopf haben. Aber bitte auch vergessen Sie nicht, der Grund, warum ich das sage, dass ein Gefühl für diesen soziokulturellen Kontext, denn es gibt Unterschiede, die Unterschiede machen. Nämlich das ist der Moment der Mehrfachbenachteiligung. Ich komme noch darauf zu, wenn sich bestimmte Formen von Gender mit einer bestimmten sozialen Schicht und das in einem Milieu korrespondiert, das verknüpft wird mit einer Ethnie, Religion und dann noch eine Visibilität, haben Sie ganz spezifische Konstellationen. Das sind verschiedene Dimensionen, die zusammenwirken. Um Ihnen das ein bisschen zu zeigen, ich gehe jetzt aus Zeitgründen nicht detailliert auf diese Dimensionen an, es ist nur die Diversität, Dimensionen, die hineinstehen. Ich gehe mal hier hinein. Zum Beispiel, wenn Sie hier, ich weiß nicht, ob Sie, ach, Sie sehen es gar nicht mal, wenn Sie hier zum Beispiel die nationale Herkunft Ethnie haben und das mit der sozialen Herkunft, dass es zum Beispiel eben soziale Unterschichtung ist, wenn Sie das beobachten können. Wenn das wiederum sich mit dem Einkommen, dass Sie bestimmten Einkommensschichten zugehören, also es macht einen Unterschied, ob Sie dann aus einer wohlhabenden Einkommensschicht sind oder eher wirklich in der sozialen Armut sind. Wenn das dann mit dem Wohnort korreliert, in Wien haben Sie das zum Beispiel sehr oft, je nachdem, in welchem, wenn Sie in Simmering wohnen, hat das sozusagen, sagt es sofort was über Sie heraus, wo Sie leben oder im 18. Bezirk wohnen. Und für die Schulstandorte hat das einen sehr wichtigen Image-Effekt, der das da hineingibt. Oder wenn Sie das dann mit den Religionen verknüpfen, mit dem Geschlecht oder dem Freizeitverhalten. Und das leider müsste die Grafik ein bisschen größer sein, dass Sie sich das anschauen. Aber Sie werden das als PowerPoint-Präsentation bekommen und das können Sie sich dann genauer anschauen. Das heißt, keiner dieser einzigen Variablen ist in der Verknüpfung, was ich meinte, nicht der Migrationshintergrund, sondern erst die Verknüpfung mit anderen Variablen geben sozusagen einen bestimmten Zusammenhang her. Und das wäre gut, das stärker mit im Auge zu haben. Was heißt das noch für die Schule auch noch? Es ist eine Errungenschaft der Moderne, meine Damen und Herren, dass wir versucht haben zu sagen, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das ist eine moderne Errungenschaft. Und die Gleichbehandlung war lange, lange Zeit die größte Errungenschaft, wenn wir sagen, endlich mal gleich, Gleichbehandlung. Und hier sehen Sie sozusagen einen Lehrer, der es wirklich sehr versucht, so redlich und gut wie möglich zu arbeiten und alle gleich behandelt, indem er allen die gleiche Frage stellt, klettern Sie auf den Baum. Ist somit damit auch die faire Behandlung gesichert? Warum nicht? Bitte? Genau. Wir haben noch zu stark den Begriff der Gleichbehandlung im Auge. Doch eins müssen wir erkennen, meine Damen und Herren. Der Gleichbehandlungsansatz funktioniert nur, aber nur, wenn die Menschen die gleichen Voraussetzungen haben. Sobald Menschen nicht die gleichen Voraussetzungen haben,
führt sogar der Gleichbehandlungsgrundsatz zum Gegenteil dessen. Das heißt, der Gleichheitsansatz unter ungleichen Voraussetzungen führt eher zu unfairen Folgen. Das gilt auch für Sie, wenn Sie mit Kindern arbeiten, je nachdem, was für Voraussetzungen die da gegeben sind. Deshalb, meine Damen und Herren, den Gleichbehandlungssatz nicht vergessen, nicht verlieren, aber eher sozusagen ihn von den Voraussetzungen und Folgen her bedenken. Also, wenn Sie alle, haben Sie alle die gleichen Voraussetzungen? Stellen Sie sich diese Frage. Haben alle Kinder die gleichen Voraussetzungen? Werden Sie zum Beispiel alle in der gleichen Form zu Hause mit unterstützt, was Sie brauchen? Gibt es das Bildungskapital in der Familie? Und was heißt das für die Hausaufgabenhilfe eigentlich zum Beispiel? Was heißt das für die Hausaufgabenhilfe? Und dann somit auch von den Folgen her. Und deshalb würde ich sagen, wir brauchen eine Weiterentwicklung dieses Paradigmas von der Gleichbehandlung zur gleichwertigen Behandlung und Umgang mit Menschen. So, wie geht die Schule mit solchen, wie soll die Schule mit solchen Fragen umgehen? Und da würde ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, die Schule, die sozusagen zunehmend diversitärer wird, und das wird noch unheimlich stark zunehmen, meine Damen und Herren, dort sind drei zentrale Kernkompetenzen gefragt. Das eine ist, meine Damen und Herren, nichts mit Ethnie, nichts mit Migration, nichts mit irgendwie etwas. Das hat damit zu tun, dass jedes Kind individuell ist, wie Sie, jeder hier im Raum auch. Sie sind alle Lehrer und Lehrerinnen, und wenn ich sagen würde, Sie sind eine Suppe, würden sich alle dagegen wehren. Kinder sind jedes Kind ist eine individuelle Persönlichkeit, die vorne steht mit ihren Interessen und Neigungen. Und deshalb ist es das Erste und das Wichtigste, dass Sie nicht eher die Ethnien oder sowas sehen, sondern vielmehr diesen individuellen Zugang zu diesen Kindern aufrechterhalten, entsprechend ihren Interessen, Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ich meine, inwiefern es geht in Schulen, wo Sie dann 25, 26 oder 30 Kinder haben, ist eine andere Frage. Das ist die bildungspolitische Frage, die dahinter steht. Das andere ist, meine Damen und Herren, Beziehungskompetenz. Es gibt kaum Orte, wo die Beziehung zwischen den Lehrern und ihren Lehrerinnen und ihren Schülern so von zentraler Bedeutung ist für das Bildung sozusagen Fortkommen. Es gibt kaum einen anderen Ort, wo diese Beziehungsqualität so von zentraler Rolle ist. Und man kann sagen, wenn Kinder ihre Lehrer lieben, ist es keine Garantie dafür, dass sie lernen und besser werden. Aber wenn Kinder ihre Lehrer und Lehrerinnen nicht lieben oder schätzen, dann ist eine ganz große Garantie, dass sie nicht lernen. Und das Problem ist, dass wir Lehrerinnen haben und Lehrer und Lehrerinnen haben, die 40 Jahre lang im Schulsystem stehen und ich weiß nicht, wie viele Generationen von Kindern dann bei ihnen dann durchlaufen, dass man sie nicht wegbekommt in dem Moment. Das ist ein wichtiger Moment und ich glaube auch, diese zwei Fähigkeiten ist es dann entscheidend, egal ob es dann Kinder mit Migrationshintergrund sind oder nicht, diese zwei Fähigkeiten sind wichtig. Und erst dann, meine Damen und Herren, wenn Sie das sozusagen als erstes mit dem individuellen Zugang anfangen, dann über die Beziehungskompetenz, ist es gut, wenn Sie sowas wie ein soziokulturelles Kontextwissen haben. Ich rede nicht von interkultureller Kompetenz. Ich bin auch zunehmend, der kritisch zu dem Begriff steht. Ich rede eher davon, dass Sie sowas wie eine Sozio, und Sozio heißt die Sozialen, ich habe Ihnen die Milieus gezeigt, es ist nicht nur Kultur, es sind die sozialen Lebensbedingungen, die eine Rolle spielen, Verhältnisse, Situationen, und vielleicht ein kulturelles Kontextwissen, in dem diese Kinder leben. Dann haben Sie vielleicht ein Gespür davon, wie das aussieht. Doch wie wollen Sie das tun, wenn Sie zunehmend mehr und mehr, meine Damen und Herren, in die Situation kommen, dass Sie immer weniger über diese Kinder Bescheid wissen? Die einzige wirkliche, ich bin jetzt mal provokativ und ich würde so sagen, die einzige wirkliche Parallelgesellschaft in der Schule sind nicht die Kinder. Die sind so, wie sie sind. Sie zeigen die Buntheit dieser Gesellschaft. Die einzige wirkliche Parallelgesellschaft ist das Lehrerzimmer. Dort sitzen zum größten Teil noch österreichische Lehrer unter sich mit einer ganz eigenen, ähnlichen Sozialisation. Alle sozusagen mit einem bestimmten Bildungskapital, also Bildungsmittelschichten, ähnliche Biografien zum Teil, die da eine Rolle spielen. Und sie stehen immer vor Klassen zunehmend, dessen Sprachen, deren Lebenswelten, deren Kontexte sie immer weniger kennen. Und wenn sie dann mit den Gesprächen den Eltern sind, sind sie öfters eigentlich die Fremden im Raum. Und deshalb würde ich die These aufstellen, dass die Lehrerschaft, wie wir sie gegenwärtig haben, solange sie noch so homogen und dadurch auch ihnen das Gespür fehlt, was da draußen passiert, zunehmend weniger in der Lage ist, auf diese zunehmende gesellschaftliche Diversität zu reagieren. Und wir brauchen eine enorme und massive Anstrengung, um da eine Weiterentwicklung herbeizuführen. Weil ohne es zu merken, meine Damen und Herren, es gibt das Prinzip der Reproduktion der Selbstähnlichkeit. Sowohl Systeme und Menschen tendieren dazu, selbst in Selbstähnlichkeitsformen zu denken. Eben alles, was sie kennen, verstehen und so weiter. Um Ihnen ein Beispiel zu geben,
Die Hausaufgabenhilfe zum Beispiel, eine Errungenschaft der letzten 10, 15 Jahre, wir haben eine Tendenz in den letzten 15 Jahren, dass wir die Hausaufgabenhilfe, oder andersrum, dass wir eine zunehmende Entwicklung haben, dass wir einen Teil des Bildungsauftrags an die Eltern verlagern. Über zum Beispiel Hausaufgabenhilfe. Die Kinder haben Hausaufgaben, die sollen sie zu Hause machen und so weiter und so fort. Und dieser Trend nimmt zu. Zu was führt es, meine Damen und Herren? Es führt dazu, wenn diese Eltern dort ebenfalls Lehrer sind oder Bildungsmittelschichten und nur ein Kind haben, dann funktioniert das sehr gut. Dann werden die Kinder unterstützt, das läuft sehr gut und das funktioniert. Das heißt, das ist die Selbstreproduktion der Ähnlichkeit. Doch wenn sozusagen die Eltern aber eher sozusagen nicht aus Bildungsmittelschichten kommen, sondern eher sozusagen aus bildungsschwachen Familien kommen, dann werden sie von vornherein diesen Kindern diese Unterstützung nicht geben können, geschweige denn, wenn sie die Sprache weniger können, geschweige denn, wenn sie mehr als ein Kind haben, was so gegenwärtig der Fall ist. Wenn sie 3, 4 Kinder haben, wird es unheimlich schwierig, dass sie für allen die gleiche Aufmerksamkeit zeigen können. Und ab der 5., 6. Klasse wird es auch schwierig, dass sie dann auch merken, da kommt man nicht mit. Also ich kann nur wirklich sagen, meine Tochter ist in der 2. Klasse und ich bin überrascht, dass ich fast jeden Abend eine Stunde mit ihr lernen muss. Jetzt schon. Volksschule. Wenn das der Fall ist, können Sie sich jetzt ausrechnen, dass das dazu führen wird, dass diese Kinder von vorne hinein, also Familien aus bildungsschwachen Familien, von vorne hinein mit 30% sozusagen weniger Chancen in das Schulsystem reingeschickt werden und dass sich das multipliziert. Und was sie damit machen ist, sie erheben, das Schulsystem ist dann nicht mehr in der Lage, die soziale Ungleichheit aufzuheben und den Kindern die gleichen Chancen zu geben, sondern dass sie eher soziale Ungleichheit reproduziert dadurch. Das heißt, der Bildungshintergrund, nicht das Bildungspotenzial des Kindes, sondern das Bildungspotenzial der Eltern wird reproduziert in den Chancen der Kinder. Und das ist, was ich zum Beispiel meine, dieser Selbstähnlichkeitsansatz. Und das ist das, was ich meine mit ungleichen Voraussetzungen. Und dieses System funktioniert nur eben bei Bildungsmittelschichten, wie sie es sind. Bei anderen wird es nicht funktionieren. Das halte ich halte es für eine sehr zentrale und problematische Entwicklung, dass die Stoßrichtung immer hineingeht, wenn wir sagen, was können wir tun, was können wir tun? Ja, ja, wir müssen die Eltern noch stärker einbinden. Bitte die Eltern in die schulische Arbeit mit einbinden, in die Bildungssensibilisierung, Bewusstseinsbildung, ja, aber nicht in die Auslagerung des Bildungsauftrages. Diese Tendenz halte ich für sehr problematisch und ich wundere mich, dass wir uns Österreich so darüber wundern, warum in den ganzen PISA-Stunden herauskommt, dass der familiäre Bildungshintergrund sich so stark durchschlägt. Ja, da liegt der Grund. Da liegt ganz einfach der triviale Grund. So existent, und da können die Kinder nichts dafür. Und ich bin sozusagen, das ist meine Empfehlung zu sagen, bitte geht weg davon. Und deshalb bin ich ein Freund der Ganztagsschule, wo eben das absorbiert wird. Wenn natürlich die Kinder aber auch einen vernünftigen Unterricht dann auch bekommen und nicht einen Aufbewahrungsort haben. Das wird in der Lage sein, dass wir wirklich dann eher von den Fähigkeiten der Kinder stärker ausgehen und dass der familiäre Schicksalsschlag ein bisschen ein Stück weit zurückgeht, meine Damen und Herren. Ich müsste jetzt weiter vorgehen. Ich habe das alles mal ein bisschen aufgeschildert, aus zeitlichen Gründen werde ich nicht da hineingehen. Das heißt, Sie haben es durchaus detaillierter, was ich eben versucht habe, über diese 3 Bereiche zu sagen. Was ich hier vielleicht Ihnen mitgeben möchte, ist, meine Damen und Herren, es gibt einen, wenn ich von den Selbstähnlichkeit der Systeme spreche, es gibt einen monolingualen Habitus in der Schule. Das heißt, es gab lange Zeit und es gibt immer noch einen langen und ausschließlichen Fokus auf die deutsche Sprache, die aber übersieht, dass Kinder mit einem internationalen Background meistens mehrere Sprachen sprechen. Und ich habe das sozusagen man weiß es in der Einschulung, in den ersten Klassen, dass alle sprachwissenschaftlichen Untersuchungen zeigen das, wenn Kinder von vornherein 2 oder 3 Sprachen sprechen, sind sie natürlich, haben sie 3 Sprachen, entwickeln sie sehr viel, aber sie sind natürlich nicht wie ein Kind, das nur eine einzige Sprache kann und nur in der ist. Das heißt, wenn sie eingeschult werden, gibt es sozusagen latente 10% Unterschied dazwischen an den Sprachfähigkeiten. Nun, wenn Lehrer nur auf das Deutsche schauen, würden sie sagen, hoppla, dieses Kind ist ein bisschen defizitärer als die anderen und würde es als ein Defizit auslegen und nicht übersehen, dass dieses Kind eigentlich 3 Sprachen spricht. Und dann ist die Frage, wer wirklich defizitär ist? Ist es der Blick der Lehrer oder das Kind? Und solange wir das nicht sehen und sehen sozusagen diese Mehrsprachigkeit, im Gegenteil, die sind auch später viel mehr in der Lage, mehr andere Sprachen zu lernen. Zum Beispiel merkt man, dass diese Kinder besser im Englischen dann sind, wenn sie eine andere Fremdsprache lernen.
Und das wird alles übersehen, meine Damen und Herren. Und das ist dieser, sozusagen dieser Fokus auf die deutsche Sprache, wenn Sie nicht merken, ob diese Kinder einsprachig oder Mehrsprachigkeit sind. Diese Kinder sprechen meistens das Dreifache so mit einem Sprachschatz, werden aber reduziert, dass sie nicht mal das eine können. Was mir aber wichtig erscheint, meine Damen und Herren, es gibt so eine große ideologische Debatte, Mehrsprachigkeit oder die deutsche Sprache. Und ich hoffe, dass wir endlich mal davon wegkommen und diese nicht gegeneinander ausspielen. Dass wir sowohl die Wichtigkeit der deutschen Sprache als Verkehrssprache und auch als Bildungssprache anerkennen und zugleich ein Wissen haben über die Wert, über das wirklich als das Juwel der Mehrsprachigkeit. Wie viel Geld müssen Sie ausgeben, wenn Sie versuchen mit 25 eine andere Sprache zu lernen, als wenn Sie es von Ihrer Geburt schon 2, 3 Sprachen können? Nur allein sozusagen das volkswirtschaftliche Kapital, was damit einhängt. Deswegen bitte die Förderung der deutschen Sprache und der Mehrsprachigkeit. Wir aber haben eine andere Entwicklung. Wir haben eher einen sehr starken defizitären Zugang zu diesen Fragen. Nämlich eine lange Zeit war es so, dass wir eigentlich alles übersehen haben, was Kinder mit einem internationalen Background bringen, an soziokulturellem und sprachlichem Wissen. Das heißt eben, lange Zeit hat man es überhaupt nicht gesehen, dass diese Kinder andere Sprachen haben, weil man nur aufs Deutsche fixiert war. Das war alles völlig egal. Wenn man es erkannt hat, hat man es nicht mal als vollwertige Sprache erkannt. Es gab Kinder, die nicht mal ihre, sozusagen, auch wenn sie später studiert haben, diese Muttersprachen aufgeschrieben haben, weil sie das Gefühl hatten, es ist nichts wert. Das ging schon so weit. Oder man hat sogar als Problem gesehen, eben das Türkische, eben das Deutsche, diese anderen Sprachen sind eher störend für das Erlernen der einen Sprache. Die Frage ist natürlich dort, wenn Sie solchen Kindern das Gefühl geben, alles, was du mitgebracht hast, an sprachlichem, sozialem und kulturellem Background, was da eine Rolle spielt, alles eher tendenziell nicht gesehen wird oder defizitär gewährt ist, dann zeigen Sie, dass diese Kinder sozusagen in ihrer Konstruktion sehr defizitär angelegt haben. Und die Frage ist, ob die Kinder defizitär sind oder ob sie in ihrem Blick defizitär waren, das würde ich dann noch offen lassen. Das ist ein Trend und ich hoffe, dass man in der Richtung massiv was unternimmt. So, das Thema Elternungleichheit hatte ich eben angesprochen. So, zum Schluss, meine Damen und Herren. Jeder, vergessen Sie das bitte nicht, deshalb mein unheimlich starker individueller Zugang zu diesen Fragen. Jeder ist anders, anders. Das ist ein Leitmotto übrigens des NMS. Aber, vergessen Sie bitte auch nicht, wir sind beides. Wir sind ähnlicher, als wir glauben. Und wir sind unterschiedlicher, als wir glauben. Und das sind Sie schon in diesem Raum schon. Deshalb gibt es kein Entweder-Oder. Denn die Normalität der Diversität, also es ist kein Entweder-Oder, denn die Normalität ist die Voraussetzung der Diversität. Das heißt, wir brauchen noch eine bestimmte Grundlage dafür. Und ein guter, von mir sehr geschätzter Schriftsteller hatte mal gesagt, die Normalität eines jeden anderen ist immer schon eine Abweichung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.